Hey Leute, was geht? Hier ist KaimanLP und wir sind zurück bei Super Mario 64. Und im letzten Part haben wir mit meiner Lieblingswelt angefangen, Tall Tall Mountain. Und weil wir jetzt, was war das? Ah, Mount Slide. Weil wir schon den 100 Münzstein haben, können wir jetzt den Rest der Welt komplett genießen. Wir müssen uns keinen Kopf mehr machen. So, wie kriege ich den Stern? Ah, seht ihr? Da müssen wir die Rutsche nicht einmal machen. Okay, es gibt nicht mehr so viele Sternchen in dieser Welt. Das meiste haben wir nämlich schon gekriegt. Breathtaking View from Bridge. Ist das schwer? Ich weiß es nicht. Ist, ach ja, okay, das ist da an der Brücke. Ja, ich weiß, wo das ist. Wo ist der Bomberman? Okay, wisst ihr aber, wenn wir schon mal hier... Nein. Wenn wir schon mal hier sind, dann möchte ich mal gerade auch diesen Stern da machen. Das ist nämlich auch ein weiterer, der uns noch gefehlt hatte. Oh mein Gott. Ich dachte schon, Mario landet nicht auf dem Pilz. Wisst ihr, wie peinlich das gewesen wäre? Das wäre fatal peinlich. Und als nächstes, ja, Breathtaking View. Und dann sind wir tatsächlich in diesem Part mit der Welt schon fertig und können mit der nächsten beginnen. Das freut mich natürlich. Das ist sehr gut. Ne, komm, wir nutzen wieder den Shy Guy, um darüber zu fliegen. Schön chillig. Jetzt nehmen wir noch unsere Mega-Abkürzung hier. Erstmal Mario Cam gehen und dann... Oh. Dann glorreich failen. Okay, nee, ich gehe andere Route, den mit den roten Münzen. Das geht ja auch genauso gut, von daher... Oh. Dumme Monty Maulwürfe. Ja, die roten Münzen werde ich jetzt natürlich nicht einsammeln, weil wozu bräuchte ich die? Wozu denn auch? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Ey, das war jetzt aber nicht nett von dir, Goomba. Okay, ich glaube, man könnte das auch von hier erreichen, aber ich möchte mal nichts riskieren hier. Also da oben wäre der Stern. Also ich glaube, sicherer wäre es, wenn wir nach oben gehen und dann zum Stern springen. Ich glaube, das ist einfach sicherer. Glaube ich, hoffe ich. So, wie mache ich das jetzt? Ich glaube... Ja, mit einem Weitsprung macht man es perfekt. Schön, wir haben ihn. Und haben 95 Sterne. Damit geht es jetzt ab in die nächste Welt, würde ich mal sagen. Das ist die Schneewelt. Und die ist cool, Leute. Auf die... Ja, die ist genauso cool. Also, es ist zwar nicht mein Lieblingslevel, aber... Die macht trotzdem ziemlich viel Spaß. So, Snowman's Big Head. Das sollte kein Problem werden. Sollte. Ja. Wenn ich nicht irgendwie untergepustet werde. Ja, genau. Und jetzt... Schwert, dass ich erstmal... Wir müssen auf diesen Pinguin warten. Und mit ihm zusammen hier rüber gehen. Weil ihr seht ja, der pustet. Und sobald uns der Wind berührt... oh shit, ey. Boah, ist das rutschig. Alter Mann. Sobald uns der Wind berührt, fliegt Mario nach unten. Und tja, verliert seine Mütze. Und das wäre natürlich schlimm, wenn das passieren würde. Von daher... Müssen wir hinter dem Pinguin gehen, der ist nämlich fett genug. Uns zu schützen. Er geht aber fieserweise noch ein paar Schritte zurück, um uns zu verwirren. Oh, warum, ey? Warum werde ich da runtergepustet? Das darf nicht wahr sein. Toll.
Ach, egal. Dann ist es jetzt halt so. Habt ihr einmal gesehen, wie Mario jetzt ohne Mütze aussieht? Ich meine, das ist doch auch was. Das wäre natürlich schöner gewesen, hätte mir jetzt den Stern gekriegt, aber kann man nicht alles haben. Vorsichtig, vorsichtig. Jetzt geht er nämlich zurück, der will uns trollen. Er möchte uns richtig so verarschen, der sagt so, ja, hahaha. Das gibt's nicht, der geht nochmal zurück. Ja, ich dachte, man schafft das, tut mir leid, aber offensichtlich nicht. Offensichtlich. Okay, noch ein Versuch. Komm los, geh. Vorsicht, ey, ich möchte nicht nochmal herunterfallen. Okay, Vorsicht, jetzt geht er glaube ich schneller, ja, genau. Und jetzt geht er wieder ein paar Schritte zurück. Und jetzt wieder nach vorne. Jetzt wieder schneller. Der hat da so ein klares Schema, wie da hier vorangeht. Puh, jetzt hier bloß nicht runterfallen. Okay, wir haben ihn. Nice. Okay, Mario hat keine Mütze mehr. Wisst ihr was, ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich vielleicht das Spiel jetzt ohne Mütze durchspiele. Ja, ich glaube, das mache ich wirklich. Chill mit dem Bali. Das geht auch mega einfach, der Stern. Autsch. Ey. Oh, ich wollte erstmal so cool und der hat mir alles... Ah ja, genau, jetzt nimmt Mario doppelten Schaden. Oh mein Gott, was für eine Challenge, aber... Challenge accepted. Wir packen das, wir schaffen das Spiel jetzt ohne Mütze durch. Weil dann würde mich echt mal interessieren, was dann am Ende passiert. Okay. Der ist hinüber, der Big Bully oder Ice Bully, wie ihr ihn nennen möchtet. Das ist so witzig, ey. Der guckt sich um. Hä, wo ist meine Mütze? Keine Ahnung. Ich gehe einfach weiter. In the Deep Freeze. Ah, genau, das auch. Also die Sterne dieser Welt gehen echt schnell und leicht. Also, warte mal. Ne, okay, da kommen wir auch anders rein, also das ist kein Problem. Machen wir es mal auf dem normalen Weg. Oh Mann, no. Oh Mann, ey, Mario, ich sehe hier, das ist so schlecht, ey, was... Ich weiß hier überhaupt gar nicht drin, was hier abgeht, ey. Oh Gott. Können wir den Stern noch erhalten? Heute nicht. Halt die Schnauze! Okay. Bam! Wir haben ihn. Oh mein Gott. Okay. Einen Stern holen wir uns noch und dann holen wir uns die restlichen im nächsten Part. World from the Freezing Pond. Hä? Hä? Was soll das sein? Ach ja, okay. Ja, okay, ich werde die Mission nicht auf den normalen Weg machen. Ich möchte bitte sammeln nicht die Mütze eine. Das ist No Mütze Challenge. Oh Gott. So, das ist nämlich der Stern.
Wir haben ihn sicher. Nice, nice, nice. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder weitergeht mit der No-Mütz-Challenge. Also, ist klar, Leute. Bis dann und ciao.